JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Abend an der Stelle jetzt hier. Wir haben den 7.10.2024. Wir haben einen Montag und es ist außergewöhnlich, dass wir am Montag zusammenkommen zu einem Webinar, denn wir haben seit einigen Monaten, eigentlich schon fast Jahren, montags halbwegs immer noch Schontag. Und jetzt ist es aber so, dass der liebe Timo Kosiol, mit uns zusammen und für euch eine Webinarserie startet, und zwar den Helpdesk und Features zum Stereo Trader. Und ich denke, diejenigen, die mit dabei sind, die wissen schon in etwa, worum es geht um den Stereo Trader und haben den sicherlich dann auch gegebenenfalls schon mal in den Händen gehalten. Wer denn eben nicht, oder Händen gehalten ist falsch gesagt, installiert, muss man ja sagen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dafür ist nämlich der Timo da und wird euch da natürlich an der Stelle gerne abholen. Sorgennöte, Anträge natürlich lösen, beziehungsweise natürlich an der Stelle auch den Stereo Trader so ein bisschen vorstellen aus seiner Erfahrung. Was kann man damit so machen? Er programmiert dafür auch viel. Und eben, weiß ich nicht, Timo, das kannst du ja gleich von deiner Stelle nochmal kurz sagen, auch ob es auch so EAs sind oder ob es jetzt eben nur Indikatoren sind. Da kannst du ja gerne vielleicht gleich nochmal ein paar Punkte zu sagen. Bevor wir das allerdings tun, ihr seht es ja schon eingeblendet und auch noch mein Bildschirm, wo kein Stereo Trader installiert ist. Der Risikohinweis erstmal als allererstes. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, speziell in der Timo, an Setups formuliert, vortradet, beziehungsweise am Stereo Trader erklärt, dass es alles definitiv keine Handelsempfehlungen sind, sondern lediglich nur zur Information dient. Und wenn ihr Sorgennöte, Anträge habt zum Stereo Trader, zum MetaTrader oder zu JFT, natürlich auf der Website von jftbrokers.com, hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, Timo, ich grüße dich an der Stelle und wechsle auch gleich mal zu deinem Bildschirm. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an dich. Ja, moin moin. Vielen Dank, Markus, und hallo in die Runde, hallo an die Teilnehmer. So, dann übertrage ich mal meinen Bildschirm, dann können wir auch uns den Chart gemeinsam angucken, den Stereo Trader angucken. Und wie der Markus schon gesagt hat, es geht um Stereo Trader und es geht um eure Fragen, die ihr rund um den Stereo Trader habt. Also, wenn ihr Fragen zum Stereo Trader habt, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Funktionen vom Stereo Trader habt, dann schreibt es hier in den Chat rein, in die Fragen rein. Ich gucke da rein und gehe dann entsprechend auf die Fragen ein. So, ganz kurz vielleicht noch zu mir. Der Markus hatte schon so ein bisschen gesagt, was ich so mache. Also, ich kenne mich mit dem Stereo Trader gut aus, weil ich ja viel für den Stereo Trader programmiert habe, auch im Stereo Trader Developer Team bin und von daher quasi ich mich täglich mit dem Stereo Trader auch befasse und beschäftige. Von daher denke ich, kann ich eure Fragen ganz gut beantworten. Wenn ich mal eine Frage nicht beantworten können sollte, dann auch nicht weiter schlimm, dann werde ich mir das auf jeden Fall notieren, aufschreiben und mit dem Dirk, also dem Entwickler vom Stereo Trader, Rücksprache halten und dann entsprechend das Ganze an JFD, an den Support weitergeben, die euch dann entsprechend kontaktieren können und die Frage dann im Nachgang beantworten können. Genau. So, noch. Timo, lässt mich noch ganz kurz nochmal einhaken. Am besten nichts in Chat, sondern nur ins Fragefeld schreiben, weil im Chat, da musst du ja zwei Sachen beobachten. Das vielleicht nochmal kurz an der Stelle. Also am besten Fragen rein. Und die Frage noch an dich, Timo. Siehst du die Fragen? Guck mal kurz. Müsstest du eigentlich sehen. Ich sehe die Fragen, genau. Ja. Super. Ja. Dann steht da auch schon erst drin. Dann bin ich im Hintergrund da, wünsche euch erstmal viel Spaß und werde auch dazu lernen. Vielleicht schreibe ich sogar mal eine Frage rein. Okay. Und Vollgas. Ja, danke erstmal. Okay, super. Also ich, wenn es für euch okay ist, werde ich euch, also die Teilnehmer, duzen. Wenn irgendjemand gesiezt werden möchte, kein Problem, schreibt es einfach kurz mit in das Fragefeld rein, dann sieht sich das, aber ich bin eigentlich eher so ein Du-Typ. Ihr könnt mich auch auf jeden Fall duzen. Von daher, sofern nichts anderes kommt, würde ich jetzt einfach mal beim Du bleiben. So, fangen wir mit der ersten Frage an vom Richie. Vielleicht könnte Timo nochmal Hinweise zur Verwendung von Limit Pullback beziehungsweise versus Trail Order Erfahrungswerte der Config geben. Also, fangen wir mal an mit der Limit Pullback. Ich gehe mal hier eine Zeiteinheit runter, damit man es auch ein bisschen mehr sehen kann. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr oder dass überhaupt ein bisschen wohler da ist, damit man das Ganze auch irgendwie demonstrieren kann.
So, machen wir das mal ein bisschen größer hier. So, Limit Pullback, was ist das? Also wir haben hier, ne, wir können ja neue Orders in den Markt legen, indem man hier, wir haben ja hier so einen grünen und so einen roten Streifen, wenn man da draufklickt, kann man Orders in den Markt legen. Wenn man die Orders oberhalb des Preises legt, sind es Buy Stop, also ich habe jetzt hier auf das grüne Feld oder auf den grünen Streifen geklickt, das ist Buy, rot ist Sell. Wenn ich das oberhalb des Preises hinlege, dann ist es eine Stop-Order. Wenn ich es drunter lege, ist es eine Limit-Order. So, soweit erstmal alles ganz normal. Was ist jetzt Limit-Pullback? Und zwar, das ist eine exklusive Funktion vom Stereo Trader. Das schalte ich ein, indem ich hier dieses Feld, diesen Knopf MIT einschalte. Und Limit-Pullback gibt es hier ein Feld, einen Wert, der steht jetzt auf einen Punkt. So, was heißt das jetzt genau? Also, ich lege jetzt eine Buy-Limit hier in den Markt. Sollte der Markt, der Kurs jetzt hier runterkommen, dann heißt das in dem Moment, dass die Order nicht sofort ausgeführt wird, sondern sie wird mit dem Markt, also mit dem Preis sozusagen runtergezogen, wenn der Markt jetzt hier noch ein Stück weiter runtergeht, und zwar in einem Abstand von einem Punkt, weil ich jetzt hier Limit-Pullback ein P eingestellt habe. Ich stelle das mal auf 10 Punkte, damit man den Effekt ein bisschen besser sehen kann. Und entsprechend warte jetzt, das war sehr schnell, jetzt konnte man leider so in der Art nicht sehen, das ging jetzt sehr flott. Ich mache die Order nochmal zu und demonstriere das quasi nochmal neu. So, ich lege die nochmal in den Markt. Und warte jetzt, genau. Jetzt sieht man, der Kurs quasi hat den Preis erreicht, den ich mit der Limit-Order quasi angegeben habe, in den Markt gelegt habe. Die Order wird aber nicht sofort ausgeführt, sondern wird jetzt in einem Abstand von 10 Punkten quasi hinterher gezogen. Und je weiter der Kurs jetzt quasi runterläuft, desto mehr wird die Order mit runtergezogen. Und ja, desto besser komme ich dann in den Markt rein. Wenn der Kurs jetzt hier wirklich noch einiges fällt, weil die Order dann später, also zu einem niedrigeren Preis dann sozusagen ausgeführt wird. Das kann man jetzt hier sehr schön sehen, wie die Order quasi hinterhergetrailt wird. Und erst, wenn der Kurs quasi jetzt 10 Punkte nach oben steigt, dann wird die Order ausgeführt. Das ist so die Funktion der Limit Pullback Order. Wichtig ist, dass man hier dieses bei neue Order, dieses Feld MIT einschaltet. Wenn man das ausschaltet, dann ist es eine ganz normale Limit Order, die entsprechend dann auch beim Broker, also bei in dem Fall bei JFD, auf dem Server hinterlegt wird. Und dann gibt es diese entsprechende Limit Pullback Funktion nicht, weil das halt eine reine softwarebasierte Funktion ist, die so von dem Server nicht unterstützt wird, und deshalb muss man MIT einschalten, weil dann wird die Order nicht, wie gesagt, beim Broker hinterlegt, sondern nur beim Stereo Trader. Was auch wichtig ist zu wissen, weil entsprechend, wenn man jetzt die Order in den Markt gelegt hat und man geht zum Beispiel einen Kaffee trinken oder ähnliches, ne, und auf einmal startet der Rechner neu oder wie auch immer, dann wird diese Order nicht ausgeführt, weil der Stereo Trader und der MetaTrader dann in dem Moment nicht mehr laufen, und dann wird die Order nicht ausgeführt. Wäre jetzt anders, ne, bei den normalen Orders, wenn man jetzt MIT ausschaltet, weil die halt beim Broker liegen, werden diese danach ausgeführt, selbst wenn der MetaTrader in dem Fall nicht mehr laufen würde. So. Genau, das war die Funktionsweise der Limit Pullback, also Trail Order, war die zweite Frage. Und zwar machen wir hier das mal zu. Zack. So, Trail Order. Wir können hier verschiedene Trail Orders in den Markt legen. Man kann auch sagen, hier, welchen Trail möchte ich denn gerne verwenden? Also, es sind so ziemlich alle Trail-Funktionen, die auch beim normalen Trail hier oben einstellbar sind. Also PLH Peak, PLH Close, Priax und so weiter. Das ist insofern ganz interessant, weil die normale Limit-Pullback-Funktion, ne, die ich jetzt hier eben demonstriert habe,
Das ist die Trail Order Art Straight. Ne? Straight heißt, es wird immer 10 Punkte dem Markt hinterher getrailt. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, ich möchte eine Limit Pullback Funktion haben, die zum Beispiel, nehmen wir mal PLH 1 als Trail nutzt mit einem Trail Distanz von, nehmen wir auch 10 Punkte. So. Und jetzt sieht man nämlich Folgendes, ich habe die Order in den Markt gelegt und jetzt wird quasi mit dem PLH-1-Trail diese Limit-Order quasi dem Markt sozusagen hinterher getrailt. Ne, das ist so ein bisschen der Unterschied, wenn ich jetzt zwischen Limit-Pullback und Trail-Order unterscheide. So. Erfahrungswerte der Config. Richie, da musst du nochmal genau schreiben, was du mit Erfahrungswerte der Config meinst. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, wie die Frage jetzt gemeint ist, Erfahrungswerte der Config. Vielleicht schreibst du da nochmal kurz in die Kommentare oder in die Fragenfelder hier rein, was du mit Erfahrungswerte der Config meinst. Genau, also das war erstmal so Unterschied Limit Pullback und Trail Order. So, okay, Richie schreibt nochmal, danke, ja, die Kombination von beidem, Pullback und Trail, wie die zusammenspielen. Also das, wie die zusammenspielen, beziehungsweise wie der Unterschied ist, das habe ich ja quasi gerade erklärt. Ne? Also einmal gibt es hier mit Pullback, die straight sozusagen hinterher trailt und dann die Trail Order, wo man verschiedene Trailing-Arten hier auswählen kann und dann ist die Trailart sozusagen nicht straight, sondern jetzt in meinem Fall, ich habe hier PLH1 ausgewählt, dann halt der PLH1-Trail, der dem Markt quasi immer hinterher getrailt wird, bis die Order irgendwann gegriffen wird. So, ich hoffe, das war soweit verständlich und klar. Wenn nicht, Richie, dann schreib es nochmal rein oder auch die anderen Teilnehmer können gerne nochmal reinschreiben. Wenn das jetzt so ein bisschen zu schnell war, dann kann ich da gerne nochmal näher drauf eingehen. Richie schreibt auf jeden Fall, okay, verstanden, danke dir. So, der Frank fragt, ob das Seminar oder das Webinar aufgezeichnet wird. Ich gehe mal stark davon aus, Markus, oder, dass es aufgezeichnet wird. Ja, wir zeichnen auf und ich weiß nur noch nicht genau, wie wir es zur Verfügung stellen. Also wer es jetzt haben möchte, die Aufzeichnung, der soll einfach an den Support mal eine Mail schreiben und dann kann ich es zur Verfügung stellen. Mhm. Das geht. Okay. Ne? Aber wir haben erstmal noch keine Landingpage oder so, wo wir es ablegen würden. Ne? Mhm. Darüber nachdenken. Okay. Wir zeichnen es auf jeden Fall auf, ja. Super. Ja. So, also wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr gerne noch was wissen möchtet, ich habe hier gerade, hier ist noch eine vom Freddy. Wie stelle ich einen Alarm ein? Genau, und zwar, machen wir die Order mal weg. Und zwar, wir klappen, es gibt ja hier verschiedene Reiter, die man so aufklappen kann. Unter anderem gibt es den Reiter Chart. So, und dann gibt es hier so ein Feld. Da steht Alerts. Ich kann eigentlich auch mal, es ist vielleicht einfacher, wenn ich hier im Setup das Ganze mal auf Deutsch stelle. Weil ich denke mal, die meisten werden schon den Stereo Trader in Deutsch benutzen. So, also nochmal Chart und dann gibt es hier dieses Feld Alarme. So, und da kann ich zum Beispiel auf Einfügen klicken. Dann wird hier entsprechend so eine gestrichelte Linie im Markt gelegt und da steht auch der Preis 42.102 und die kann ich auch mit der Maus draufklicken, Maustaste gedrückt halten, muss man ziemlich genau sein und dann kann man die Linie entsprechend auch verschieben und zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt hier an diesem Preislevel, das ist 42.088, da möchte ich gerne einen Alarm hinterlegen und sollte der Preis der Kurs jetzt entsprechend auf die 42.088 fallen, dann erklingt ein Geräusch. Das weiß ich, ob man das, wenn das gleich kommt, ob man das jetzt hier bei GoTo Webinar auch hören kann. Auf jeden Fall macht so Ding. Und das zeigt mir an, dass jetzt hier dieser
dieser Preis, dieser Kurs erreicht worden ist, den ich mir vorher markiert habe, der für mich irgendwie wichtig ist. Und dann kann ich überlegen, was mache ich damit? Ne, möchte ich da irgendwie dann einen Trade absetzen oder nicht? Und ja, so kann man den Alarm in den Chart legen. So, der Freddy fragt noch, der Martin fragt, wird der Alarm auch auf dem Handy ausgegeben, so wie der MT-eigene Alarm? Nein, der wird jetzt nur hier am Rechner ausgegeben. Der wird nicht aufs Handy übertragen, so wie man es von anderen Indikatoren oder EAs oder so vielleicht kennt. Das ist dann wirklich nur hier im Stereo-Trader, dass man das quasi hört, den Ton. So, der Richie schreibt nochmal, ich habe es gerade versucht, die Kombi Limit Pullback zusammen mit Trail Order, das ist der absolute Killer. Ja, ist es auch. Also das ist auf jeden Fall ein ja, uniques Feature vom Stereo Trader. Das ist schon, wenn man das gut einsetzt, richtig einsetzt, dann ist das definitiv ein Marktvorteil, ein Trading-Vorteil, den man damit erreichen kann, mit dem Stereo Trader erreichen kann. Genau. So, vielleicht noch ganz kurz zu den Alarmen. Die Frage ist, wie kriegt man zum Beispiel die Alarme jetzt auch wieder aus dem Chart raus? Und da gibt es hier dieses X, und wenn man da draufklickt, dann werden entsprechend die Alarme aus dem Chart gelöscht. Man kann natürlich auch mehrere Alarme in den Chart legen. Und wie gesagt, wenn man die entfernen möchte, kann man hier dieses X klicken. Wenn man sie kurz deaktivieren möchte, dann klickt man hier auf Aus, dann hört man diesen Ton nicht mehr. Wenn man es wieder einschalten möchte, dann entsprechend hier auf die Schaltfläche einklicken und es ist wieder eingeschaltet. Genau, das sind die Alarme im Stereo Trader. So, ich gucke mal, ob ich jetzt irgendeine Frage übersehen habe. Vielleicht schreibt ihr mir mal hier so ein bisschen in die Fragen rein, wer von euch denn jetzt irgendwie den Stereo Trader benutzt oder ob vielleicht auch Leute dabei sind, die den Stereo Trader noch gar nicht benutzen, damit ich quasi mal so ein bisschen weiß, wo ich so anfangen muss. Ne? Also damit ich euch alle mitnehme, damit zum Beispiel auch die Leute mitgenommen werden, die jetzt den Stereo Trader vielleicht zum ersten Mal sehen. Schreibt doch einfach mal kurz rein, wieso die Sache ist, ob ihr ihn schon benutzt, ob ihr ihn länger benutzt oder ob ihr komplett neu seid und den Stereo Trader heute zum ersten Mal seht. Okay. Also es sind auf jeden Fall auch Leute dabei, die komplett neu sind. Genau, es gibt auf jeden Fall, hier wird ja halt geschrieben, es gibt viele Funktionen im Stereo Trader, die vielleicht manchmal auch auf den ersten Blick ein bisschen überfordert sind. Aber keine Angst, dafür wird es jetzt hier bei GFD auch Webinare geben, wo ich den Stereo Trader mal so in Gänze aufdröseln werde, wo ich wirklich mal alle Funktionen durchgehe, die das Stereo Trader so hat, was man damit machen kann, wie das im praktischen Einsatz dann auch aussieht. Also es wird eine ganze Webinarreihe sein und da werde ich quasi den Stereo Trader wirklich aus allen Ecken und Richtungen beleuchten. Und wenn man diese Webinarserie mitgemacht hat, dann kennt man sich auf jeden Fall aus und man braucht auch keine Angst vor den vielen Funktionen zu haben, weil wenn man das einmal irgendwie gesehen hat, wenn man das einmal in Aktion gesehen hat, dann erschließt sich vieles auch von selbst. So, der Ralf schreibt, ich kann ihn wegen Installationsproblemen nicht nutzen. Ralf, vielleicht schreibst du mal rein, was du genau für Installationsprobleme hast, weil vielleicht können wir das jetzt hier im Webinar dann auch entsprechend lösen, das Problem. So, äh
So, genau, der Richie schreibt nochmal, benutze ihn schon seit ein paar Monaten und ich finde ihn super krass. Als ehemaliger Entwickler hätte ich den gerne als nativen Mac-Port, aber das ist wohl unrealistisch. Zu viele Microsoft-Abhängigkeiten. Ja, das ist in der Tat so das Problem, dass halt ne, viele Bibliotheken von Microsoft ja, benutzt werden, verwendet werden, beziehungsweise verwendet werden müssen, weil der MetaTrader nun mal auch ein natives ja, Windows-Programm ist. Es gibt zwar auch vom MetaTrader einen Mac-Port, aber das ist im Prinzip auch nicht wirklich ein richtiger ne, Mac-Port, sondern am Ende ist das auch nur, was dann auf dem Mac läuft, ein Emulator, der den MetaTrader mehr oder weniger emuliert. Ne? Also, weil der MetaTrader nun mal eine wirklich native Windows-Anwendung ist und auch quasi in erster Linie nur für Windows entwickelt worden ist. So, man kann natürlich unter Mac Parallels nutzen oder ne, man muss entsprechend irgendwie sich doch ja, ein VPS, Windows VPS besorgen, was ne, je nachdem, ne, wie viel, wie oft man tradet, dann auch auf jeden Fall Sinn machen würde, dass man halt das Trading auf ein VPS auslagert. So, der Freddy schreibt, kann man selber ein EA unter strategische Order einbinden? Also, vielleicht ganz kurz, strategische Order. Also, das ist hier das strategische Order. Da jetzt im Detail auf die strategische Order einzugehen, würde den Rahmen jetzt hier so ein bisschen sprengen, weil das ein extrem mächtiges Teil ist. Die strategische Order, aber das werde ich dann in dieser Webinarreihe auch komplett mal auseinandernehmen und genau erklären, was die strategische Order ist, was man mit der strategischen Order machen kann. Was man machen kann, ist, man kann hier entsprechend eigene strategische Order-Presets sozusagen hinterlegen. Das kann man auf jeden Fall machen. Das hat jetzt im ersten Moment aber nichts mit einem EA oder Ähnlichem zu tun. Was man aber machen kann, man kann Sachen, so wie ich das ja auch gemacht habe, Add-ons für den StereoTrader programmieren. Es gibt eine öffentliche API, also eine Programmierschnittstelle für den StereoTrader. Da kann man eigene Add-ons programmieren, die auch Trades ausführen, die letztendlich auch ja, so eine Art EA sind, die halt nach bestimmten Kriterien, die man programmiert, Orders ausführt, Orders schließt und so weiter. Und das Ganze ist dann hier zu finden, wenn man das programmiert hat, unter Auto Trading. Da docken die sich ein. Ich kann ja mal jetzt zum Beispiel ein Programm von mir sozusagen hier auf den Chart ziehen. Welches nehmen wir denn jetzt hier? Ich hoffe, ich habe da jetzt, ist natürlich die Frage. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass ich für mein eigenes Programm hier keine Lizenz drauf habe. Nehmen wir mal irgendein anderes. Okay. Das ist natürlich blöd, wenn der Entwickler keine Lizenz hat von seinem eigenen Programm. Das ist natürlich dann eher suboptimal. Gucken wir mal bei dem. Okay. Auf jeden Fall docken sich dann die Programme hier unten bei Auto Trading ein und dort kann man dann auch quasi ein- und ausschalten, ob diese Add-ons jetzt traden sollen oder nicht. Wie gesagt, werde ich dann in dieser Webinarreihe aber auch nochmal genauer erklären. So, jetzt ist ja irgendwie gerade mein MetaTrader zugegangen anscheinend. Ne, da ist er wieder. Genau. So. So, wir waren bei der strategischen Order. Genau, also Freddy, ist damit deine Frage jetzt beantwortet, ganz kurz? Also, ne, du kannst eigene Presets bei der strategischen Order einstellen und du kannst ne, eigene Add-ons, / EAs für den StereoTrader programmieren und dann entsprechend ne, einbinden.
Okay, der Ralf schreibt, ich gucke mal gerade, war das die Frage von eben? Installationsprobleme, ja. Gut, da kann ich jetzt, also der ganz kurz, der Ralf schreibt, ich habe als GFD Elite-Club-Mitglied eine Installationsdatei zugeschickt bekommen, bei der ich keinen Installationsordner auswählen konnte, vielmehr installiert er nur MT4. Also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was du für eine Installationsdatei zugeschickt bekommen hast. Ja, von daher vielleicht, bevor ich da jetzt irgendwie was falsch erzähle, am besten den Support nochmal kontaktieren und mit ihm das Ganze vielleicht nochmal durchgehen, also mit dem GFD-Support. Weil da kann ich jetzt dann doch irgendwie nichts zu sagen, was das irgendwie... Ich will kurz einschalten. Also zum einen ist die Installationsdatei meines Erachtens nach auch in MyJFD zu finden. Am besten, wie du schon richtig sagst, der JFD-Support ist auch sehr fit, gerade was Installation betrifft, aber auch der Umgang mit Mystery Trader, da sind die auch recht fit. Von daher da einfach nochmal hinschreiben und nochmal nachfragen, welche Datei die richtige ist, notfalls sich die nochmal zuschicken lassen, beziehungsweise wenn es Probleme gibt, da können die dann auch notfalls helfen und schalten sich notfalls mal auf den Rechner drauf oder so. Okay. Ja. Genau. So, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Also, der Wolfgang, ich hatte immer mal vor, den Sierra Trader zu ordern, die scheiterte stets im Handling, nur wenn ich mit diesem ungefähr umgehen kann, werde ich den Sierra Trader sowie das Live-Add-on abonnieren. Auch die Installation stellt stets eine Herausforderung dar. Eine Hilfe mittels schrittweise Anleitung wäre gut. Genau, das wird auf jeden Fall kommen. Also, Schritt-für-Schritt-Anleitung, ich habe ja eben von dieser Webinarreihe erzählt. Da fangen wir wirklich ganz vorne bei den Basics an, bei der Installation, Schritt für Schritt, ne, wie installiert man den Sierra Trader, so dass man ihn im MetaTrader verwenden kann. Da fangen wir wirklich quasi bei Null an, bauen das so auf und am Ende quasi haben wir alles wirklich von A bis Z besprochen. Wie gesagt, die Webinarreihe ist hier, kommt hier bei GFD. Ich glaube, es gibt sogar schon einen ersten Termin. Ich meine, das wäre der 21.10. Markus, ich weiß nicht, ob du da genau Näheres weißt, aber ich meine, wir hatten schon den 21.10. irgendwie dafür festgelegt. Ja, lass mich kurz gucken, ob wir das jetzt schon drinstehen haben. Genau, 21.10., 18 Uhr, nächster Termin. Perfekt, genau. Zweimal im Monat machen wir das jetzt. Ne? Super. Genau. So. So, kann man die grüne Farbe für Long zum Beispiel ändern, nicht die Kerzenfarben? Also der Harry fragt das, genau. Du meinst jetzt hier zum Beispiel die grüne Farbe bei den Streifen, grün und rot bei den Streifen oder hier bei und Cell, rot, grün. Meinst du das, wenn du sagst, nicht die Kerzenfarbe, sondern die anderen Farben? Meinst du diese Farben vom Sierra Trader? Okay, Harry schreibt ja. Also was du machen kannst, ist, es gibt so verschiedene Farbschemata im Sierra Trader, die du mal durchprobieren kannst, ob da irgendwas dabei ist, das dir vielleicht irgendwie besser gefällt. Und zwar in den Stereo-Trader-Einstellungen. Die Frage erstmal, wo finde ich die Stereo-Trader-Einstellungen? Und zwar, wir haben ja hier oben die Uhr, 18:30 steht da jetzt gerade. Und wenn man links neben die Uhr klickt, einmal mit der linken Maustaste drauf, dann geht so ein Menü auf. Dort gibt es dann den Punkt ganz oben Stereo-Trader-Einstellungen. So, dann gibt es hier diverse Reiter, wo man diverse Sachen einstellen kann. Wie gesagt, das wird alles im Detail noch besprochen werden und erklärt werden. Und da gibt es einen Reiter, das ist der letzte Reiter, Layout und dann das Chart
Chartthema. So, Chartthema ist letztendlich das, ja, wie der Share Trader aussieht, beziehungsweise welches Farbschema der Share Trader benutzt. Ich habe bei mir immer standardmäßig White Amp ausgewählt. Das ist dann genau das, was man jetzt hier sieht. Grüne Kerzen, rote Kerzen und entsprechend hier grüne Streifen, rote Streifen. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel auswählen High Volume. Benutze ich in letzter Zeit auch ganz gerne. Wenn ich da auf Anwenden klicke, da sieht man, dann wird auch quasi alles entsprechend geändert. Dann werden auch die Kerzenfarben geändert und es wird auch hier diese Streifen und das ganze generelle Farbschema wird geändert, dass Buy, also Long quasi jetzt so bläulich ist und Sell bleibt weiterhin rot. Aber man hat hier quasi nicht mehr grün und rot, sondern in dem Fall blau und rot und auch einen dunklen Hintergrund. So, und da kann man einfach mal die verschiedenen Farbschemata durchprobieren. Was haben wir denn hier noch? Was können wir noch? Blue Moon, probieren wir das mal, was das ist. Das ist jetzt weiß für Long und blau für Short oder Sell. Ne, so kann man irgendwie das Ganze so mal ein bisschen durchprobieren und gucken, ob da was dabei ist, was einem gegebenenfalls besser gefällt. So. Dann gehen wir mal weiter. Genau, der Wolfgang hat noch gesagt, dass er das ganz gut finden würde mit der Schritt-für-Schritt-Beschreibung. So, bei welchen Funktionen gibt der ST einen akustischen Ton ab? Letztendlich bei allen Funktionen, die auch quasi vom MetaTrader unterstützt werden, beziehungsweise der StereoTrader, ich muss gerade mal kurz überlegen, also es gibt die Option Ton, dass man Ton abspielt, ich überlege gerade, wo war es, Töne verwenden, genau. Also der StereoTrader nutzt die MetaTrader-Töne. Man kann ja in den Einstellungen von MetaTrader unter Optionen, kann man ja diverse Töne einstellen. Hier unter Ereignisse, Töne für Ereignisse, also zum Beispiel wenn jetzt hier irgendwelche Sachen passieren, Disconnect, Terminal und so weiter, Connect, Terminal, diese ganzen Sachen, die kann man hier als Töne im MetaTrader aktivieren und die werden dann auch ganz normal nicht vom StereoTrader, sondern die werden dann entsprechend ausgegeben, wenn irgend so ein Ereignis passiert. Der StereoTrader an sich, also ich bin mir da jetzt gerade nicht 100% sicher, aber gibt meines Wissens nach keine eigenen Töne aus, sondern spielt entsprechend nur die Töne vom MetaTrader ab, außer jetzt dieser Alarmton, den ich eben quasi gezeigt habe. Wenn man jetzt hier unter Chart Alarme in den Markt legt, dann kommt ein eigener Ton, aber ansonsten nichts. So, da meldet sich der Entwickler gerade zu Wort. Der ST spielt die Töne ab. Bei Fill, bei Exit vom Trade. Okay. Okay, also der StereoTrader spielt entsprechend Töne ab, wenn Trades aufgemacht werden, wenn Trades geschlossen werden. Und es wird auch nochmal unterschieden von den Tönen, wenn jetzt ein Trade positiv geschlossen wird oder ein Trade im Verlust endet. Da wird nochmal eine Unterscheidung vorgenommen in den Tönen. Da gibt es einen anderen Ton entsprechend, der dann abgespielt wird, je nachdem, wie der Trade ausgegangen ist.
So, So, der Sascha schreibt noch. Nee, Moment, jetzt habe ich, glaube ich, was übersprungen. So, jetzt muss ich gerade mal hochscrollen, weil sich die Sachen hier teilweise auf Fragen weiter oben beziehen. Okay, auf jeden Fall, der Ralf schreibt, alles schon geschickt, auch ein SDR Trader Support. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal warten, dann wirst du mit Sicherheit da zeitnah auch dementsprechende Antwort bekommen. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? So, in der Sascha schreibt, in manchen Videos gab es rote und grüne Kästchen im Chart. Wie kann ich diese einstellen? Also da weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst mit rote und grüne Kästchen, Sascha. Vielleicht noch mal kurz genauer erklären, was du jetzt mit rote und grüne Kästchen im Chart meinst. Ich denke, er meint die höhere Zeiteinheit, die man ja im Hintergrund einstellen kann, als Candlestick. Sind ja denn die Kästchen sind denn Candlesticks, glaube ich, ne? Das geht ja im Stereo Trader, oder? Nochmal, Candlestick, was? Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden. Ich sage, er meint wahrscheinlich, man kann ja eine höhere Zeiteinheit im Hintergrund einstellen, zum Beispiel einen Halbstundenchart, und dann Ach sind die so. Kästchen die Candlesticks. Ja. Das geht auf jeden Fall. Das geht mit einem kostenlosen Add-on. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich das hier installiert habe. Genau, dieses Add-on heißt X-Frame. Das kann man sich auch im Stereo Trader oder kann man auch installieren. Das ist, wie gesagt, kostenfrei. Das findet man, wenn man jetzt den Installationsmanager vom Stereo Trader aufruft, also links neben die Uhr klicken wieder. Dann gibt es hier so einen Punkt Installationsmanager. Wenn man da drauf klickt, dann geht der Installationsmanager auf. Lizenzvereinbarung akzeptieren, weiter, und dann kommt man hier auf so eine Übersicht, was man alles installieren kann. Und da gibt es das kostenfreie Add-on X-Frame. Und genau damit kann man das einstellen. Also, wenn ich das jetzt hier mal auf den Chart ziehe, findet man unter, ne, im Navigator unter Indikatoren, Stereo Trader, Indicators und dann X-Frame. So, will er jetzt gerade nicht bei mir? Ich befürchte, dass ich nicht die aktuellste Version vom X-Frame drauf habe. Ich habe hier heute nochmal den Stereo Trader aktualisiert, dann natürlich jetzt nicht alle Add-ons nochmal neu installiert, beziehungsweise wahrscheinlich das X-Frame vergessen. Von daher kann ich es nicht zeigen, jetzt in dem Moment, weil in dem Moment, wenn ich jetzt das jetzt installieren würde, dann würde erstmal der Meta-Trader wieder geschlossen werden und so. Von daher, aber mit diesem Tool, ne, mit diesem X-Frame, wenn ihr euch das installiert, könnt ihr euch eine höhere Zeiteinheiten anzeigen lassen. Im Chart zum Beispiel könnt ihr jetzt, wenn ihr jetzt hier wie ich im M1 bin, könnt ihr einstellen, dass ihr gerne so, ja, die höhere Zeiteinheit M5, M10, M15 euch anzeigen lassen möchtet. Und dann werden entsprechend so Boxen in den Chart gezeichnet, wie jetzt die Kerze des M5, M10 oder M15 aussehen würde. So, okay. Gut. So, also Freddy schreibt, bei ihm kommt kein Ton. Kein Ton beim Exit. Also machen wir hier einfach mal Trade auf, machen hier quasi klein TP, klein SL und gucken mal, ob hier ein Ton kommt. Nö, kommt kein Ton. Habe ich. Okay, ich habe Töne verwenden aktiviert.
Da machen wir mal ein Zell, gucken mal, ob da ein Ton kommt. So, okay. Also in Excel kommt jetzt kein Ton. Ich mache jetzt mal eine Limit. Machen wir hier mal eine neue Order. Machen wir hier mal. Nee, machen wir mal einen Punkt und Trail machen wir aus, damit wir hier schneller quasi den Effekt sehen und lege jetzt hier eine Buy-Limit in den Markt. Genau, also da kommt auf jeden Fall ein Ton, wenn ich jetzt eine Buy-Limit oder eine Sell-Limit in den Markt lege. Hat man vielleicht gerade gehört, oder ich weiß nicht, hat man das gehört, Markus? Da kam so ein Ding-Dong bei mir gerade. War wahrscheinlich zu leise, hat man nicht gehört. Ich habe nichts gehört. Ja, okay, dann müsst ihr mir das jetzt gerade einfach mal glauben. Da kommt ein Ton auf jeden Fall. Also bei mir kam jetzt gerade ein Ton, konnte man jetzt leider nicht über das Mikrofon hören, aber dann es kommt auf jeden Fall ein Ton. Ich kann ja einfach auch Folgendes machen. Ich schraube jetzt meinen Lautsprecher mal maximal hoch und probieren wir es nochmal. Vielleicht hört man dann was. Auf jeden Fall bei der Limit Pullback bzw. Limit Orders kommen und Stop Orders kommt Ton. Beim Exit vom Trade habe ich jetzt auch keinen Ton gehört bei mir. Kann auch am Update vom MetaTrader liegen, weil da gab es jetzt auch wieder in letzter Zeit eine Reihe Updates. Müsste man sich vielleicht nochmal genauer anschauen, ob da gegebenenfalls irgendwie was geändert worden ist, irgendwas verrutscht worden ist, warum jetzt beim Trade Exit kein Ton mehr abgespielt wird. Aber ich glaube fast, das war, also jetzt hat die Order wurde wieder gegriffen, aber ich glaube, das war immer noch zu leise. Man konnte es immer noch nicht übers Mikro hören. Aber probiert's aus. Auf dem Demo natürlich, ne? Mit einer Limit Order und einer Stop Order, da hört man auf jeden Fall einen Ton. Was Trade Exit angeht, wie gesagt, müssen wir uns nochmal anschauen. Kann sein, dass da beim neuesten MetaTrader Update gegebenenfalls irgendwas, geändert worden ist von Metacodes. So, genau, Lutz fragt auch nochmal, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, es gibt eine Aufzeichnung, aber Markus hat gerade gesagt, es ist noch nicht ganz klar, wie die irgendwie veröffentlicht wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, wir müssen mal gucken. Also es ist in der Regel so, dass wir die Webinare, weil wir ja doch eine Vielzahl an Webinaren haben, zwar alle Aufzeichnungen, also wir haben die in der Datenbank, aber es ist immer ein bisschen tricky, die dann zur Verfügung zu stellen. Aber wer jetzt den Drang danach hat, dieses Webinar ganz gerne haben zu wollen, der soll bitte an den Support schreiben. Lieben Grüßen von Markus. Und dann werde ich organisieren, dass ihr das bekommt. Ja, dann könnt ihr euch das downloaden und anschauen. Ne? Und wenn dann eben ständig die Nachfrage groß ist, dann ist es ja auch gar kein Problem, dass wir dann irgendwo eine Landingpage machen, wo man sich einloggt, dann kann man sich die da anschauen. Ne? Haben wir aber erstmal noch nicht geplant. Also somit an Support schreiben und dann kriegen wir das gebacken. Ne? Okay, super. So, der Freddy nochmal, ein neues Bild wird nicht automatisch angezeigt. Ist das richtig? Wenn ja, muss man immer selber schauen, ob eine neue Version vorliegt. Richtig? Nee, das ist so nicht richtig. Also manche Builds, wenn neue Builds da sind, werden angezeigt, manche wiederum nicht. Wichtige werden auf jeden Fall angezeigt. Da bekommt ihr eine Meldung, dass es eine neues Bild gibt. Und wenn ihr quasi auch zu lange nicht updatet und irgendwann den Stair Trader aufruft, dann kommt auch eine Meldung, dass der Stair Trader quasi zu alt ist und ihr auf jeden Fall ein Update machen müsst. Also nochmal zusammengefasst, heißt, es können Meldungen kommen, dass ein neues Bild da ist, müssen aber keine Meldungen kommen. Ne? Also je nach Wichtigkeit kommen entsprechende Meldungen oder werden im Chart angezeigt und wenn es so meine Updates sind, also so kleinere Fixes, Bugfixes oder kleinere Updates einfach, da werden dann teilweise, wie gesagt, keine Meldungen angezeigt, dass jetzt eine neue Version vorhanden ist. So, genau. Gut, dann gucke ich nochmal kurz, ob ich irgendwas übersprungen, übersehen habe, aber eigentlich meine ich, müsste ich alles soweit von den Fragen abgearbeitet haben. Erstmal. Genau, okay. Also, nochmal
hingewiesen auf dieses, auf diese Webinarreihe Stair Trader von A bis Z. Wie gesagt, die geht am 21.10. los. Da werden wir den Stair Trader von A bis Z besprechen. Und da kann man sich jetzt schon bei euch auf der Webseite dafür anmelden, Markus? Wir haben ja am 21. quasi normal diese Helpdesk-Serie, wie wir sie jetzt haben. Und wer jetzt hier heute angemeldet ist, der ist quasi für das Webinar ja auch schon gesetzt sozusagen, weil es eine Serie ist. Wir könnten natürlich das Ganze noch anders nennen, aber es macht keinen Sinn. Also im Rahmen des Features und Helpdesk-Webinars wird ja dann diese A bis Z Variante von dir stattfinden, so wie ich jetzt verstanden habe, richtig? Ja, das können wir auf jeden Fall so auch machen, klar, definitiv. Ja. Und ich würde das dann vielleicht so machen, wenn du das so planst, finde ich das total super. Wir können das ja vielleicht so machen, dass du, ich weiß ja nicht, du wirst ja dann sicherlich nicht eine komplette Stunde irgendwie Theorie durchziehen und gar keine Fragen beantworten, sondern dass man vielleicht es so macht, dass man, ich sag mal so 20 Minuten am Anfang, klar, Begrüßung und alles, aber dass man in 20 Minuten erstmal mit ein, zwei, drei Themen durchzieht. Die wiederum kann ich später rausschneiden aus dem Webinar. Und dann können wir natürlich diese 20-minütigen Clips auch auf eine Datenbank packen zum später anschauen, was durchaus Sinn macht. Weil ja. Stunde Webinar, die schaut sich ja keiner von euch oder zumindest die wenigsten komplett immer nochmal an. Und cooler wäre es natürlich, wenn man irgendwie so 10- oder 20-minütige Videos hätte. Die schaut man sich schneller mal an. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Nö. Wir können die dann auch zum Beispiel, das können wir überlegen, wir könnten diese dann natürlich auch auf YouTube online stellen oder irgendwo. Also da fällt uns was ein, was Sinn macht. Ja, ja. Klingt auf jeden Fall gut. Das können wir uns ja nochmal absprechen, denn Timo, wie wir das machen. Klar, machen wir auf jeden Fall. Klar. Gut. Ja, also wenn ihr noch Sachen habt, schreibt es gerne hier rein. Ansonsten ist ja doch einiges gekommen. Freut mich auf jeden Fall, dass für unser erstes Webinar dann doch gute Fragen, viele Fragen reinkamen. Freut mich auf jeden Fall. Ja, kam ja auch. So Volumen-Mapping vielleicht noch. Ja, da hast du ja noch kurz vielleicht eine Frage. Ansonsten würde ich dann danach dann auch erstmal die finale Flagge hissen. Aber gerne die eine Sache kannst du ja noch besprechen, da was da gerade kam. Ja, das mit dem Volumen-Mapping, das würde ich hier gerne an der Stelle mal ausklammern. Genau, da würde ich zum späteren Zeitpunkt noch gerne mal zurückkommen und das für heute jetzt hier erstmal ausklammern. Perfekt. Single Hedge, gibt es da vielleicht kurz eine Antwort zu? Zum Thema Single Hedge. Ja, genau. Lutz, da musst du aber auch die Frage stellen. Ne? Also nur zum Thema Single Hedge. Das ist keine Frage. Also Lutz, ich kann dir leider nicht folgen. Also es gibt natürlich den Trading Mode Single Hedge, aber ich weiß jetzt nicht, was du mit Strategie meinst. Also da musst du mir auf die Sprünge helfen. Die trailt bereits ab BE, nicht erst ab Trail. Okay. Aber wie ist denn deine konkrete Frage? Ich verstehe sie nicht so richtig. Also vielleicht, ne, das werde ich in dem Webinar aber auch erklären. Es gibt hier verschiedene Handelsmodelle im Stair Trader, unter anderem Stair Future, was so der Standardmodus ist, wenn man den Stair Trader installiert. Dann gibt es noch Stair Hedge und Single Hedge, Single Net und so weiter. Das sind verschiedene Handelsmodelle, die der Stair Trader unterstützt. Wie gesagt, werde ich alles in dieser Webinarreihe ausführlich erklären. Ja, perfekt. Ich denke, das ist auch ganz gut, wenn man da erstmal so ein bisschen von Grund auf anfängt, weil da könnte ich jetzt zum Beispiel auch gar nichts mit anfangen, mit Single Hedge und Tapping. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja auch den Stair Trader noch nicht so stark und intensiv in meinen Händen gehabt.
Genau. So. Alles klar. Jetzt kommen noch einige Fragen, aber ich würde jetzt, also diese. Okay, Lutz, ja, also schreib am besten, Lutz, wenn du da jetzt was hast, nochmal wirklich ausführlich mit 2, 3, 4, 5 Screenshots direkt an den, an, ich weiß nicht was, da habt ihr info@stereotrader.de oder so, als da gibt es bestimmt auf der Website, dass es da einfach mal hinschickst, dann kriegt es auch der Dirk. Und wenn da eben die Problematik irgendwo auftaucht, dann ja, hat er schon 6-mal an Dirk geschrieben. Ja, Dirk wird es bestimmt dann irgendwo haben und sich dann drum kümmern, ne? Also da, genau. Und wann Stereotrader 3.0 kommt, kommt jetzt hier, aber da werden wir den Dirk mal, dann könnt ihr den Dirk fragen, morgen glaube ich schon, ist Dirk online, Moment, ich schaue nochmal, bevor ich was Falsches erzähle, aber ich würde sagen, morgen ist ja Dienstag, nee, morgen nicht, wann haben wir den denn, Dirk, am 15.10. Bin ich mit dem lieben Dirk online. Und da könnt ihr dann gerne die Frage nochmal stellen. so. yeah. Okay, gut. Also, mein lieber Timo, vielen lieben Dank. Ich fand es sehr unterhaltsam und informativ vor allem. Also wirklich, wir hatten eine sehr, sehr enge Fragendichte. Ich bin wirklich begeistert, dass das so angenommen wird und freue mich somit umso mehr schon aufs nächste Webinar, wie gesagt, 21.10. Und wie du ja schon jetzt angekündigt hast, geht es dann eben auch noch strukturierter weiter mit einem Plan, eben den Stereotrader wirklich von der Pike auf zu erklären. Somit vielen lieben Dank, Timo. Und ja, wir schließen uns dann nochmal kurz, wie wir das organisatorisch machen, auch mit dem Bereitstellen der Videos dann mit dieser Serie und wünsche dir und euch Teilnehmern natürlich einen wunderbaren Abend an der Stelle. Vielen lieben Dank. Danke. Super, danke. Dann auch kurz von meiner Seite auch aus noch. Hat Spaß gemacht, war schön. Schön, dass so viele Fragen gekommen sind. Ja, und wir sehen uns hoffentlich am 21.10. wieder. Genau. Besten Dank. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye und ciao. Tschüss. Ciao. JFT, just fair and direct.